Die anderen Sachen, die möbeltechnisch hier drin sind, würde ich erstmal hier drin lassen. Warte mal. Hier haben wir noch Klimbim. Das sind aber auch so Sachen, die könnte man draußen platzieren, ey. Das sind auch Sachen, die könnte man im Kinderzimmer hinstellen. Warte mal, irgendwo hatten wir doch noch... Nee. Hier. Totempfahl-Dekoration. Wieso hat er die eigentlich so komisch angeordnet? Okay. Totempfahl, weiß ich nicht. Fackel im Haus? Weiß ich nicht. Nehmen wir erstmal das, was wir jetzt haben. Ich sag schon mal gute Nacht, Pegasus. So, gucken wir doch mal. Also, sie liegt noch nicht im Bett, das ist gut. Das Bett kann man auch umsetzen, das ist auch gut. Erstmal dahin. Finde ich irgendwie cool. Hier steht... Hier steht der. Oh, sie macht sogar noch was in ihrem Zimmer. Oder auch nicht. Sie hat aber so getan, als würde sie. Okay. Das ist das. Wow, ich hätte doch einfach mehr mitnehmen sollen. Das Bild hier, ne? Das finde ich im Schlafzimmer echt nicht geil. Das Bett kann ich jetzt nicht mehr umplatzieren, weil sie ja schon liegt. Kann ich hier auch noch mehr Sachen reinballern? Nein. Versuch was wert. So. Das finde ich ganz cool. Dann haben wir noch das Bild hier. Das finde ich irgendwie schon cooler. Aber eigentlich auch nicht unbedingt im Schlafzimmer. Ins vollgemüllte Wohnzimmer passt es nicht so richtig. Es sei denn, ich nehme das hier weg und packe das hier hin. So. Kann man machen. Der Hase ist gar nicht mal so groß, wie ich dachte. So. Dann haben wir jetzt noch das hier. Das könnte dann vielleicht doch ins Schlafzimmer. Vielleicht lassen wir das Bett doch da stehen. Ja, man kann das nicht mittig hängen, das wäre voll blöd. Dann halt dahin. Irgendwie müssen hier noch mehr Sachen hin. Das sieht noch sehr mau aus. Mal. Kann man das zufälligerweise hier hinballern? Kann man. Gut. Dann würde ich jetzt erstmal zumindest provisorisch warte mal. Das hier hinballern. Den da in die Ecke. So, dann das hier hin. Dann könnten wir da nochmal so einen Pflanzenkrug hinmachen. Nee, ich gucke gerade erschrocken auf die Uhrzeit. Ist viel zu spät. Okay, gut. Gute Nacht. Es ist auch alles noch nicht die finale Version. Wir fangen ja erst an mit dem Haus. Wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Möbel. Müssen wir mal gucken, dass wir demnächst welche kaufen. Ja, okay. Der Wein bringt nicht so viel. Der andere hat richtig gescheppert. Jetzt habe ich natürlich vergessen, was wir da für eine Frucht genommen haben. Aber zum Beispiel mit Sternfrüchten weiß ich, da scheppert der Preis. Met müssten wir dann ausprobieren. Okay. 18. Tag. Und es wird halt auch immer knapper, den Fisch zu kriegen. Eventuell. Sie steht dann draußen. Richtig? Richtig. So, aber wie ist denn morgen das Wetter? Klar und sonnig, okay. So.
Danke, ich stehe total auf sowas. Ich bin heute früh aufgestanden und habe die Pflanzen für dich gegossen. Ich hoffe, das macht deinen Job heute ein wenig einfacher. Und ja, wir müssen ja eigentlich theoretisch auch nicht mehr jeden Tag was schenken. Ich habe auch das Wasser für Rex aufgefüllt. Ah, es fühlt sich großartig an, draußen zu sein. Ich könnte den ganzen Tag hier verbringen und jede Kleinigkeit beobachten. Ich liebe dich. Na, Kumpel? So. So, gib mir die Eier. Okidoki. So. Okay, das hätten wir. Gibt's nichts. Sehr gut. Und ein Eierchen. Heute sollten wir dann vielleicht mal angeln gehen, ne? Aber guck mal, der Charakter gießt auch wirklich nur, das finde ich auch gut, wirklich nur die Pflanzen, die gegossen werden müssen. Nicht einfach random das ganze Feld. Ah ja, warte, stopp, falsch abgebogen. Wir müssen ja erst hier. Und irgendwie finde ich immer noch so ein bisschen schade, dass die Dinos leider so klein bleiben. Wäre cool, wenn die halt ja eher Großstalltiere werden würden. Oh. Klassischer Paul-Fehler. So. So. Zack. Zack. Okidoki. So. Das läuft. Die ganzen großen Tiere begrüßen. Ja, oder zumindest was uns so direkt vor die Flinte läuft. Die packe ich aber auch direkt runter. Wir können so viel Zeug verarbeiten, ey. Halleluja. Hatten wir dich? Ja, dich hatten wir. So. Ab zu den Mädels. Die eigentlich so gut wie nie enttäuschen, tatsächlich. Was ihre Produktivität angeht. Nein. Nicht trinken, bitte. Danke. So, ja, jetzt müssen wir theoretisch eigentlich nur noch eben kurz hier die Schweine knuddeln und ein paar
von den Trüffeln einsammeln. Hatten wir dich? Nee. So, komm mal her. Dann war hier was fertig. Ah, und da liegt wieder irgendeine Scheiße im Weg. So. Boah, was ist denn los? Entschuldigung, Leute. Das hat mich gerade selbst kalt erwischt, dass ich auf einmal husten musste. So, direkt die Scheiße hier wegmachen. So, was kann ich denn für euch tun? Kupfer, damit kann ich dienen tatsächlich. Kriegt ihr sofort. Okay. Oh. So, wie gesagt, Kupfer können wir mit dienen. Bringen wir den sofort. So. Und ja, ich würde angeln gehen gleich. Zumindest, ja, das bisschen, was vom Tag noch über ist. So. Trüffel. Eier. Fischleisch. Tomaten. Die sind auch hier drin. So. Der Rest kommt nach draußen. Nee, sie redet nicht mit uns. So, warte. So. Dann möchten die kleinen Pupser, ich glaube 5 waren es, ne? 5 von denen. Und danach gehen wir dann angeln. Und dann reite ich auch an den Obstbäumen da unten vorbei. Oh. Ja gut, haben wir halt noch einen über. Wow, danke für das, für das Kupferbarren? Für die Kupferbarren hätte ich gesagt. Deswegen hat mich das jetzt gerade irritiert. Okay, der kommt dann halt nachher wieder zurück in die Kiste. So, und hopp. Warte, hier lang am besten. Ja, oder auch nicht. Wäre Gobsi gesprungen. Na, gucke mal. Bald kriegen wir bestimmt auch Äpfel. Gefällt mir. So. Jetzt aber schnell ab zum Meer. Warte mal, ist sie zufällig hier? Ich weiß, das kostet gerade Zeit, aber ich kenne die Tage halt leider auch nicht auswendig. So. Ab ans Meer. So viel Tag ist auch nicht mehr über. Wie gesagt, Krobus hat den Fisch anscheinend, wenn überhaupt, dann mittwochs. Das heißt, wir können nächste Woche nochmal unser Glück probieren. Und ja, im Herbst soll man den Fisch tatsächlich in Mülltonnen finden können, wenn man Glück hat. Das heißt, die Trash Panda Gang wäre dann back. Ich möchte echt nicht, dass es an dem Fisch scheitert fürs Gemeindehaus. Wirklich nicht. Jetzt beißt auch nichts. Ich setze mich mal anders hin. So. Okay. Franke, warum kommentierst du das eigentlich immer, wenn du dich anders hinsetzt? Einfach so?
Sommer und Ozean, ey. Nee, 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 nee. Und wir haben bis jetzt noch kein Glück gehabt. Im Wiki stand jetzt auch nichts davon, zumindest bei dem Wiki, wo ich geguckt habe, dass der irgendwie nur zu einer bestimmten Uhrzeit im Sommer anzutreffen ist oder so. Oder speziell irgendwie im flachen Wasser oder ähnliches. Weshalb ich halt davon ausgehe, den können wir halt allgemein irgendwie einfach kriegen. Der Flonder, auch sehr schön. Ey, nun mal nicht so hektisch hier, mein junger Freund. Thunfisch. Ist ja alles schön. Aber ja, wir suchen halt was anderes. Das ist das Problem. So. Theoretisch hätten wir auch von unserem Steg zu Hause aus angeln können. Aber wie gesagt, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte, haben wir da mehr Müll rausgezogen als Fisch. Und deshalb nicht gerade so günstig. Ey, das gibt's doch gar nicht. Dass der Fisch, dieser Buntbarsch, so selten ist. Da stand auch nichts von, kommt im Spätsommer oder so. Wobei wir ja jetzt auch im Spätsommer theoretisch in-game haben müssten. Weil wir sind ja schon wieder über der Mitte quasi angekommen. 10 Tage hat der Monat in-game hier noch. Und dann war's das schon wieder mit dem Sommer. Schade. Ich hätte gedacht, es klappt auch noch mit der Kiste. Ja, wie gesagt, ansonsten müssen wir im Herbst halt die Mülltonnen abklappern und hoffen, dass wir den Fisch dadurch irgendwie kriegen. Ja, oder Krobus, wie gesagt, ist halt auch noch unsere Option. Aber vielleicht haben wir auch heute einfach Glück und kriegen ihn gleich. Das würde ich sehr angenehm finden. So. Ups. Hey. Okay, eine Flunder. Der Tag ist gleich schon wieder gelaufen. Oh Mann, nein. Wir möchten doch einfach nur einen Buntbarsch. Buntbarsch, Buntbarsch, what you gonna do? Mm-hmm.